Hallo alle miteinander und willkommen zurück zu The Long Dark auf Malfunk Gaming. Wir Wintermut Game, wir sind immer noch in der ersten Episode und haben uns gerade eben mit der netten Dame da vorne auseinandergesetzt. Damit wir mehr darüber erfahren, was mit unserer Begleiterin passiert ist. Ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz ins Inventar schauen. Ich habe nämlich noch neue Klamotten bekommen. Da wir zerlegen mal ein bisschen was von dem Zeug, damit ich weniger mit mir rumschleppen muss. Weil wir sehr, sehr schwer beladen sind schon. Und irgendeiner meiner Leute auf Steam hat sich Justin Fucking Bieber genannt. Ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendwie finde ich es sehr verwirrend. Warum habe ich denn, was ist denn so schwer, was ich dabei habe? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen, was kann ich hier irgendwas ablegen bei der Dame? Ja, ich kann hier einfach Zeug reinschmeißen. Das mache ich jetzt auch einfach, damit ich nicht ganz so schwer beladen bin. Oh, mein Metallschrottsplitter ist kaputt. Wann kann der hier bleiben? Das war lange, lange meine einzige Waffe, meine einzige Verteidigung gegen alles, was kam und auch meine einzige, die einzige Möglichkeit, mich an anderen Sachen zu schaffen zu machen. Hellebä. Aber ich habe ja jetzt die Axt. So, das ist alles nochmal abgelegt. Jetzt können wir los. Das hätte ich auch vor der Folge machen können, aber irgendwie habe ich da jetzt nicht dran gedacht. Da vorne läuft der Wolf. Haben wir den auch direkt geoutet. Jetzt weiß ich auch, dass der überall rumläuft. Und hier hinten liegt wohl noch irgendwo ein Brecheisen, was ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Ah, den schicken wir da wahrscheinlich können, oder? Da ist das Ding. Endlich habe ich ein Brecheisen. Und nochmal ein bisschen Beef Jerky. Ich habe ja gerade gesehen, dass der Wolf da hinten unterwegs ist. Deswegen traue ich mich mal hier durch. Kann ich jetzt hier nicht den Kofferraum aufmachen? Ja, ich will den Kofferraum rein. Das wird kommen in Handy. So, Signalpistole. Ohne. Interessant. Ich wollte einfach mal gucken, wie das ist. Aber ich will jetzt hier nicht draußen in der Kälte überall alles aufmachen, alles die suchen. Ich glaube nämlich, das rentiert sich gar nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Ja, Post. Schauen wir da nochmal ganz kurz rein. Tagestresore. Ich habe auch noch so einen Tresorschlüssel von so einem Schließfach. Vermutlich muss ich den bei der Bank aufmachen. Dafür brauche ich aber, gehe ich mal stark davon aus, noch einen anderen Schlüssel oder eine Kombination. Sammelgegenstand. Bla bla bla. Ich habe es kurz überflogen, da ging es nur darum, dass wir jetzt dass die hier keine Post mehr annehmen dürfen. Oh, Karten! Ne, Karton, scheiße. Fuck it. Oh, Rennfahrer. Cool. Die dürfen keine Post mehr annehmen, weil die keine Möglichkeit mehr haben, die wohin zu bringen. Aufs Festland. Das soll wieder nur stellvertretend darstellen, wie scheiße es den Leuten hier gerade geht. Jetzt steht wahrscheinlich der Wolf vor mir, ne? Noch echt viele im Eimer, ey, viele von den Häusern. Mich würde auch mal interessieren, welches das Haus von dem Bankdirektor ist, aber es kann ja eigentlich nur das da vorne sein. Ja, eigentlich nur das eine, was ich da gerade gesehen habe, da alle anderen kaputt, abgebrannt oder verrammelt sind. Und das einzige ist, in dem ich noch nicht war. Also ich bin hier unten in der Stadt noch gar nicht richtig unterwegs gewesen, aber hier ist auch nicht viel. Gut, ich sollte mir meine Kondition ein bisschen aufheben, bis wenn jetzt gleich wieder so ein Wolf in die Ecke geschissen kommt. Aber ich habe jetzt eine Axt. Also, mit der Axt lassen sich große Löcher hauen in so einen Wolf, glaube ich.
fucking Justin Bieber ist wieder online. Oh, hier eben. Das Hütchen habe ich vorhin übersehen. Tatsächlich, aber hier ist auch nichts. Es gibt tatsächlich keinen Sprit mehr. Jetzt habe ich gerade einen Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, da kommt was näher. Da waren. Ja. Da waren. Fußspuren. Kaffee habe ich schon häufiger jetzt mal gefunden. Bringt das ein bisschen was zu essen und weniger Erschöpfung, deswegen würde ich Kaffee immer nehmen. Hier ist nochmal eine Sturmlaterne. Was habe ich denn für eine Laterne? Auch eine Sturmlaterne. Brauche ich also nicht. Die hat allerdings noch. Die hat nämlich noch Zeug zum. Also Brennmaterial. Oder kann ich das sonst irgendwie herstellen? Oh, ich habe eine Karte. Davon habe ich eine Karte. Hier ist der Bauernhof. Da sind die drei Hütchen. Da oben ist die St. Christopher Kirche. Jetzt mal im Ernst, davon habe ich eine Karte. Ah, sieh mal einer an. Hier ist nämlich der. Die Brücke. Und ich bin dann hier irgendwie durch. Ich bin nämlich nicht diesen ganzen Weg hier außen rumgelaufen. Die Kirche habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe aber hier in der Mitte irgendwo was gesehen. Irgendwo war hier was. Nee, hier muss ich durch. Hier durch. Oder war ich doch an der Kirche? Das war das Ding da oben. War das eine Kirche? Das war keine Kirche. Aber ich bin auf jeden Fall hier in den Bauernhof gewesen. Und hier geht es jetzt in diese Schlucht darunter. Davon habe ich denn eine Karte zum Teufel? Die muss ich gerade eben gefunden haben. Ach, hier ist der. Das Flugzeug. Okay, den. Was war das jetzt hier? Kurzwellenturm. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwo finde nochmal. Am Ende war ich da schon und bin einmal hier durchgedackelt. Obwohl, das glaube ich nicht. Sei es drum. Ich wollte ja eigentlich nach der Laterne gucken. Die ist schlechter in Schuss. Aktion. Erlegen. Ich kann die wieder auffüllen, die Lampe. Muss man da sagen können. Hätte ich ja selber mal drauf kommen können. Der Kollege hat Hunger. Komm schon, Sardinen, es muss noch mehr geben, das ist super nahrhaft. No more cash, ja, die sind alle pleite. Kartonage. Alle. Konnte mit! Zeitungspapier, Metallwerk, das wird dunkler, oder? Nee, in den Läden ist es einfach immer so düster. Das ist schon irgendwie nervig, finde ich. Ja, Lampenöl. Also, ich muss schon sagen, die. Versorgung ist schon irgendwie gewährleistet. Ist nicht mehr drin. Kann ich das den scheiß Würfen nicht hinschmeißen, wenn die um die Ecke kommen? Da frisst den Hund. I need to drop something. Nein, du wirst nichts ablegen. Wir brauchen alles, was wir drin haben. Ich habe schon viel in der Hütte von der alten Frau gelassen, damit wir ein bisschen besser bewegen können, ein bisschen mehr tragen können. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich der Alten überlassen muss. Ich weiß auch nicht, wo ich das ablegen soll. Ich habe das vorhin diese die Holzkiste zufällig gefunden. Ich persönlich mag zwar keinen Kaffee, aber solange McKenzie den mag, bin ich damit. Bin zufrieden und ich glaube, in diesen Zeiten würde auch ich anfangen, Kaffee zu saufen. Da ist eine Dose drin, da ist so eine Dose. So eine Flasche Wasser. Das hier. Oh, das ist der ATM, also der Geldautomat.
Werkzeug ist auch gar nicht mehr da. War dafür noch Beef Jerky. Schade. Hier hinten sind die Damentoiletten. Und nein, ich habe übrigens kein Gewissensbiss, um mich hier durchzusuchen. Because of ist mir scheißegal. Alter, ich kann Trinkwasser aus dem Klo nehmen. Warum auch nicht, ne? Da hat bestimmt schon länger keiner mehr reingeschissen. Ah, hier. Could end up being useful. Ja. Antibiotikum. Auf jeden Fall. Ah, hier haben wir doch das Büro des Tankwarts oder des Tankstellenbesitzers wohl eher. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist, als ich durch das Büro des Bankdirektors durch bin, habe ich tatsächlich keinen Schnaps gefunden. Ich habe eigentlich gedacht, da muss irgendwo in den Schubladen so eine Flasche Whisky drin sein, so wie man das so kennt, ne? In dem Büro ist einfach so eine Flasche Whisky unten im Rollcontainer drin, aber nee, der hatte das nicht. Ein besserer Schlafsack, wie ich einen habe, den nehme ich mit. Dann kann meiner nämlich auch bei Old Lady liegen bleiben. Oh, kann ich das hier mitnehmen? Gaskocher ist nicht gestattet, aber es ist auch ein bisschen schwer vielleicht. Ja, hier sind nochmal. Das wird Streichhölzer sein. Davon habe ich tatsächlich auch genug. Edernholz auch mal ein Gude. Ah, eine Feuertonne, cool. Die haben ja schon viel in diesen Putzen drin, dass du halt auch viel, dass du hier tatsächlich reingehen könntest und dich eine Zeit lang hier drin aufhalten kannst und meistens immer noch eine Möglichkeit gegeben ist, dass du ein bisschen Feuer machst. Oder was essen kannst oder so. This will come in handy. So, das Büro wäre jetzt auch durchgesucht. Durchsucht vollständig. Dann werde ich jetzt mal zurück zur Grey Lady latschen. Und hoffen, dass ich genug Zeug habe. Ich bin jetzt zurück in der Bude von der Ollen. 2400 von 8000 habe ich jetzt gerade mal rein. Also ich habe hier schon ein bisschen was reingepackt. Das reicht aber tatsächlich noch nicht. Ich muss hier wirklich einen Großteil von dem Zeug, was ich gerade eben gesammelt habe, wieder zurückpacken. Also das war ja wirklich nicht wenig. Muss aber wirklich viel muss ich da einlagern. Immer noch. Ich krieg mal die Hälfte. Ja, Alter. Finde ich jetzt eher weniger geil. Also ich muss es ja wohl machen. Ich habe ja wohl auch keine Möglichkeit. Ich freue mich, ich habe jetzt sämtliche Nahrungsmittel, die ich hatte. Naja, hier ist noch ein bisschen was, ich hab noch ein bisschen was. Muss ich mir jetzt reinziehen? Mir geht das jetzt gerade ziemlich auf den Keks, dass die Olle mich da unter Beschlag nimmt. Ich bin noch auf dem Rückweg von der Tanke nochmal durch ein paar Häuser durch, hab da nochmal geguckt und hab auch noch ein, zwei. Ich habe nochmal einen Wolf getroffen und bin jetzt auch der Meinung, ich weiß, wo das Direktorhaus ist. Weißt du was, ich gehe jetzt nochmal raus und ich muss ja nochmal was finden. Wenn ich das Reh vielleicht noch gehabt hätte, also ich habe es ja vorher schon gegessen, dann wäre es vielleicht nicht genug geworden gewesen. Es gibt nämlich noch zwei Häuser, in denen ich noch nicht war. Sonst muss ich tatsächlich gleich anfangen und jagen, aber ich bin so schlecht da drin, diese blöden Karnickel mit den Scheißsteinen zu treffen, dass ich das nicht hinkriegen werde. Da bin ich mir einfach sicher. Ich treffe die Viecher einfach. Ich habe bisher noch nicht einmal getroffen. So, diese Häuser hier, das sind die einzigen, die ich noch gesehen habe. Man sieht auch, es ist ziemlich dusch da alles. Ist ziemlich scheiße gerade. So, hier nochmal rein.
Sieht schlecht aus hier. Ich brauche ein bisschen Beef Jerky, aber das bringt ja nicht viel. Ich brauche ja noch irgendwie 4000. Ach komm, scheiße. Vom Stoff wirkt ja nichts. Aber das Altholz, das ist jetzt mal hier. Also ich habe jetzt die Axt. Ich kann mir ja relativ zügig und schnell Holz besorgen mittlerweile. Ich nehme auch schon lange nicht mehr alles mit, was ich finde. Also hier zum Beispiel das Papier oder so, das lasse ich schon hier. Hier ein T-Shirt nehme ich auch nochmal mit, da ist halt Stoff drin. Buch. Dann bleibt auch hier. Ja geil, war ich nicht, nee, hier ist die Küche. Okay, nice. Nochmal ein Müsli-Riegel. Kühlschrank durchchecken. Ist leer. Bierschrank. Auch leer. Tränenreicher Brief. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer, traurig. Ich weiß, dass ich versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mehr geben, liebe N. So, da ist wohl einer abgehauen, ne? Machen wir die Funzel aus hier. Das kann ich auch im Dunkeln looten. Jetzt ist dem cool. Jetzt bin ich komplett ausgerüstet mit Zeug. Oben war ich schon. Da geht es in den Keller, in den ich aber nicht rein kann. Kann ich hier auch raus oder so? Nee. Ich muss hier raus und Pott. Also diesen Häusern immer so duster sein muss. Jetzt nochmal. Das hier ist das Haus von dem. Von dem Kollegen, da hängt auch eine kanadische Fahne dran. So, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass hier drin erst noch was gibt. Wenn nicht, bin ich sauer. Later. Hier haben wir es doch. Der Code für den Banktresor. 193008. Deswegen bin ich eigentlich nie dran. Also, ich habe das ganze Haus jetzt auch gelootet. Hier gab es schon einiges zu essen. Also dem Herrn Direktor ging es wirklich gut. Also den Manager, nicht Direktor. Ich werde jetzt noch schnell zur alten Frau zurück. Die links ist nämlich alles kaputt an Häusern. Alles zerstört, brand oder so. Mal schnell zurückrennen. Ich kann nicht mehr rennen, weil ich den Typ so schwer beladen habe. Da muss ich gleich also nachher nochmal ein bisschen was aussortieren. Das mache ich aber offscreen. Mit darüber, das dauert jetzt ein bisschen. Es ist ziemlich neblig, es ist eine ganz schöne Suppe hier. Und ich glaube mittlerweile, dass dieser Wolf tatsächlich zufällig durch diesen Ort patrouilliert. Also der ist hier irgendwo immer unterwegs. Kann da ganz vorne rumlaufen, kann aber auch da hinten rumlaufen. Ist mir ja einmal hinten über den Berg gefolgt. Aber er behält sich, glaube ich, nur in diesem Bereich. Es kann auch sein, dass dieser Wolf, den ich hier getroffen habe, derselbe war, den ich am Ortseingang damals also einmal getroffen habe. Wäre gut möglich. Und ich hoffe jetzt als Highlight, dass ich jetzt genug für die dumme Kuh habe und ich dann meine Ruhe habe. Hier drin wieder Booster. Das ist ein komischer Aufbau. Auch mitten im Raum einfach so ein Scheiß. Kamin. So. Ja, die Salzträger kriegt es auf jeden Fall mal. Wie viel ist das jetzt? 1000 brauchst du noch. So, dann gibt es hier nochmal so eine Dose. Hier der verdorbene Hering, der hat auch nochmal 600 gehabt. 759, noch 300. So, das wird jetzt wohl genug sein, oder? Ja. Das war jetzt genug für die alte Dame und jetzt gehen wir nochmal hin und lassen uns nochmal was von der erzählen. Also Festländer, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Hast du die Tankstelle geplündert? Hast du alles mitgenommen?
Ja. Ja, ich fühle mich nicht wohl dabei, anderen etwas wegzunehmen, aber du brauchst es gerade dringender und ich darf nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich muss meine Freundin finden. Ja, vor allen Dingen kommen die eh nicht wieder. Der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr, Festländer? Vielleicht hast du ja doch das Zeug, diesen langen Winter zu überleben. So, you're all set for food and fuel. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend? Yeah. She passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors, broken houses. Nowhere to run, to hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Something's making me feel tired. Was? Okay. Irgendwas ist wohl passiert. Du willst mir nicht so richtig sagen. Ja. Gut. Will ein bisschen Ruhe haben? Das will ich jetzt auch. Vor allen Dingen der Herr McKenzie möchte auch etwas Ruhe haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, Feedback dazulassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.